Und wenn die Musik nicht so brutal wäre, hätte ich schon längst Hallo gesagt und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Schon angekündigt und hier ist es Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja, das ist dann halt die Fortsetzung zu Pokémon Colosseum. Ich finde auch ein sehr hervorragender weiter Dingens hier. Fortsetzung halt zum Pokémon Colosseum halt. Bis auf die eine Kleinigkeit, dass der Protagonist ein totaler kleiner Stüppi ist. Gut, es bricht der Geschichte kein Bein ab, weil Cosma rennt uns ja nicht mehr hinterher. Aber ich würde schon sagen, es wäre mir eigentlich lieber gewesen, ja, das darfst du gerne tun, wenn wir Seth hier auch noch hätten. Aber können wir nichts machen. So, natürlich werden wir ohne große Umschweife und auch ohne, dass ich mein Mikro andauernd hin und her schiebe. Ich meine, ich hing da gerade fest mit meinem T-Shirt. Werden wir ein neues Spiel starten. Ist ja klar. Ja, eine Story muss auch neu gestartet werden. Bitte. Und da sehen wir auch unseren kleinen Stüppi. Sein normaler Name wäre Michael gewesen oder halt auch David oder Adam. Bloß ich bin mit allen drei Namen kein guter Freund, deswegen werde ich ihm einen Namen geben, den ich ihm sonst immer gebe. Und zwar ist das der Name Duncan. Genau, der Duncan, der muss ganz schön viel tun. Ich finde eigentlich schon, der Name passt eigentlich auch ganz gut zu ihm. Das ist so ein kleiner Stüppi halt. Stüppi. Na, wo ich das Wort wieder her habe, ne? Man kann sich denken, was ich mir vorher angeguckt habe, bevor ich hier geguckt habe. ja. Ja, und so halt heißt der Duncan. Ich würde sagen, dann starten wir mal das Spiel. Intro. Na, da hat Lugia einfach mal so ein Schiff geklaut. Einfach so, weil es kann. Der schöne Umschwung hierher. Das ist total geil. Rutalanda! Das ist unseres. Ja, was das genau ist, das werden wir das sehen. Vor Erdbeben, ne?
Ich finde auf jeden Fall, das Spiel hat auch einen sehr schönen Anfang. Also man wird richtig schön reingeschmissen in die Story, richtig rein. So richtig schön. Bam! Was bei Colosseum eher nicht so der Fall, da musste man halt so langsam reinkommen. Ne? Man hat halt gesehen, man hat das losgejagt und ein Nachbar war irgendwo gelandet und man wusste gar nicht, was man machen sollte. Und hier kriegt man halt so richtig schön warm rein in die Story, gleich richtig schön. Bam! Genau so meine ich das. Und ja. Und so haben wir dann halt das Metagross mal eben kaputt gemacht und der Nachbar macht wieder Lärm. Ich muss mal eben kurz das Fenster zumachen. Geht ja gar nicht. Warum macht er das so krass? Nur weil er sich ein neues Carport baut mit voll übel Dach drüber und so, was total überdimensional groß ist und eigentlich gar nicht so groß braucht, muss er hier nicht so einen Lärm machen, ne? Das ist ja voll übertrieben und so, ne? Aber nur so nebenbei, wir verstehen uns gut mit den Nachbarn. Aber das hat das Ganze ein bisschen gestört. So. Oh nein, ich hab verloren, ich komm zusammen. Ja, das war's wohl. Okay, Duncan, das war's dann für heute. Ich hab nichts gemacht! Das war wirklich ein sehr schöner Kampf. Danke, deine Kampftechnik hat sich unglaublich verbessert. Ich habe nur zweimal Erdbeben eingesetzt. Beeindruckend, wie leicht du mit diesen großen Pokémon zurechtkamst. Du bist so vertraut mit ihm umgegangen oder halt so vertraut umgegangen mit ihm, als wäre es dein Evil gewesen. So wie das Ganze hier aussieht, war das nur eine, weiß ich, wie heißt das noch, holographische irgendwas, Gedingse. Wir sind hier auf dem Holodeck, genau, wir sind auf dem Holodeck und das ist nicht echt. Also kurz gesagt, es war nicht echt. Und ja, dann ist das halt auch nicht so schwer. Es war nur ein Programm. Wir waren in der Matrix. Oh mein Gott. Findest du nicht auch? Du könntest langsam anfangen, neben deinem Evoli auch noch andere Pokémon zu trainieren. Weißt du, es gibt noch mehr Pokémon als mein Evoli und diese total Cyber-Pokémon, die es hier nur am PC gibt. Oh nein, ich bin total überfordert. Ja, und so können wir spielen. Gut, was bist du eigentlich so für ein Typ? Hallo. Danke, du hast wirklich Talent. Kämpfen liegt dir im Blut. Wenn du dir weiterhin so viel Wissen und Erfahrung aneignest, wirst du ein herausragender, ein bisschen ein hervorragender Trainer. Ha? Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Das ist sehr schön. Ja, und ja, das sind wir halt so, ne? Hallo? Und ja, Pokémon, haben wir ein Evoli. Einfach so. Wir haben ein Evoli. Ja, normal, ne? So mit Biss und Tackle und ganz normales Evoli halt, ne? Da hat uns unser Vater geschenkt. Ich das aber lieb von ihm. Und kurz zum Level Up, das passt natürlich auch ganz super, ne? Ja, und dann gibt's halt genau hier Items sind noch die drinne. Wie man schon sieht, uns fehlt der Pedant. Gibt's nicht. Und man kann... Oh, Entschuldigung. Ich sollte vorher keine Kohle trinken. Überall, wo wir Lust und Laune haben, das Spiel speichern. Oh, danke. Danke. Ihr habt es vielleicht in den Parts von Pokémon Colosseum nicht so mitgekriegt, aber danke. Das ist echt sehr, sehr praktisch. Die Handhabung des Kampfsystems erfordert höchste Präzision. Da ich ein Profi bin, was dich Technik betrifft, ist das natürlich nur Problemo. Du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen, während du vernetzt bist. Mit der Matrix. Oh mein Gott, mein Gott. Hi, lass mich raus. Wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Was tust du hier? Hallo Duncan, das ist dein Training bei der Wende. Du musst müde sein. Aber wenn ich dich so ansehe, ach danke, du bist wirklich ganz schön in die Höhe geschossen. Danke, wenn dein Vater nur sehen könnte, wie groß du schon bist. Oh, es tut mir leid, ich hatte ja versprochen, nicht darüber zu reden. Aber bitte achte einfach nicht auf mich. Du weißt etwas über unseren Vater. Los, spuck's aus. Wer ist er? Wer ist er? Wer ist er? Was haben wir getan, dass er weggelaufen ist? Ja, wegen jedem Pokémon-Spiel haben wir keinen Vater, das ist immer lustig. Außer Rubin, Saphir und Spark, da haben wir sogar einen Vater und der läuft immer irgendwo so rum. Was bist du für eine Neutransoße? Oh, hallo Duncan, schön dich zu sehen. Ich sammle ein paar grundsätzliche Fakten über Pokémon-Kämpfe. Du findest ja also eigentlich nur Grundwissen. Aber wenn es dich interessiert, dann sehe ich dich ruhig an. Ruhig an, sie gab, mach einfach was zu wissen und schau dir diese Tafel an. Da, schließliches Basiswissen ist ohne Grund das A und O. Basiswissen habe ich genug, also interessiert mich das überhaupt nicht. Ich gehe hier rein. Lass mich hier rein. Hallo Duncan, hast du dein Training beendet? Du weißt, dass das Laborchefbüro Duncan, wolltest du nicht Professor Klein sprechen und ich habe den Satz total falsch vorgelesen. Das ist total typisch.
Aber Yolanda, seien Sie doch nicht so hochoffiziell. Knispeln ein bisschen. Aber übrigens, Dankchen, weißt du, dass der Simco vollkommen begeistert ist von dir? Ich hörte, diese Kampftechnik macht enorme Fortschritte. Das ist großartig, Dankchen. Ich hätte bestimmt überhaupt keine Chance gegen dich. Ich wünschte, meine Kinder würden nicht immer so furchtbar gelobt werden. Meine Kleine und auch ihr großer Bruder sind bald vollkommen verzogen. Nur keine Sorge, sie können wirklich stolz auf Duncan und Sina sein. Ich habe Sina übrigens schon seit dem Mittagessen nicht mehr gesehen. Duncan, ich frage dich nur ungern, aber könntest du bitte Sina suchen? Ich bin sicher, du weißt das schon, Duncan. Einige Laborprojekte befinden sich in einer kritischen Phase. Deshalb bin ich hier absolut unabkömmlich. Suchst du für mich bitte nach Sina, mein Schatz? Na, okay. Ich mache es einfach nur, weil du meine Mutter bist. Das ist lieb von dir. Auf meinen Großen ist eben Verlass. Sina ist bestimmt nicht allzu weit weggelaufen, aber such trotzdem vielleicht auch draußen. Draußen. Deine Mutter hat recht, Duncan. Nach 5 langen Jahren steht ein wichtiges Projekt kurz vor seinem Abschluss. Und für das Gelingen ist das Fachwissen deiner Mutter essentiell. Es fällt mir ein, ich habe deinen Pinder, guck mal, der ist ja in dein Zimmer gelegt, Duncan. Sieh ihn dir an! Wie das steht für Pokémon Wiki der Assistenz. Schwierige Fort. Es ist ein sehr nützliches Utensil. Der Pinder kann unter anderem auch als Mailbox verwendet werden. Entschuldigung. Ja, X'e, ne? Du wirst deine volle Funktion besetzen. Und jetzt sei du bestimmst, du wirst gar nichts mehr ohne ihn sein, Duncan. Ah, wie ein iPhone, ne? Ich verstehe. Okay, dann laufen wir einfach mal weiter und bevor uns hier noch total voll zuregnet und so. Gucken wir mal, was der Typi so macht. Diese Kombination funktioniert, aber diese hier passt nicht so ganz. Hi Duncan, ich stelle gerade ein paar Basisdaten für unser Hauptprojekt zusammen. Wie, welches Hauptprojekt? Na, der Crypt Orbis natürlich. Weißt du das denn nicht? Du bist so dumm! Ja, nur weil ich die Tochter der Sohn des Assistenten des Professor Kleins bin, der komischerweise keinen Namen wie ein Baum hat, muss ich das nicht wissen. Was machst du denn da? Hast du deine Kontakte verloren? Duncan, hast du Sina gesehen? Wir haben Verstecken gespielt. Aber Sina ist schon eine ganze Weile weg. Vielleicht spielt sie in ihrem Zimmer, Duncan. Ich weiß noch nicht mehr, wo mein Zimmer ist. Ganz ehrlich, wir wissen es. Eigentlich wissen wir es nicht. Es ist unten, das ist schon klar. Aber eigentlich... Oh mein Gott! Nachrichten. Und wer ist die Nachrichten? Es ist den Behörden immer noch nicht gelungen, das jüngste vor der Küste von Porta Portus verschollenes Frachtschiff Libra aufzuspüren. Es liegt auch noch keine Hinweise über angeschwemmte Treibgut vor, was den Untergang des Schiffes bestätigen würde. Das spurlose Verschwinden bleibt rätselhaft. Berichten zufolge befanden sich einige Pokémon an Bord. Die Sorge um deren Wohlbefinden wächst. Nein, ich habe so einen Traum gehabt, da war Lugia und das hat das ganze Schiff in die Luft gehoben und dann sind die weggeflogen. Guck mal, Anton! Don! Ich mein Don! Die Geräusche aus dem Fernseher scheinen das Pokémon zu irritieren. Dann mach doch den Fernseher aus! Ein Frachtschiff dieser Größe verschwindet nicht so einfach. Sie müssen eben gründlich suchen. Das Schiff hatte wahrscheinlich einfach nur einen Motorschaden. Es treibt sich ja irgendwo auf dem Meer. Bist du sicher? Geh hin und guck. Angeblich soll sich auf dem verschollenen Schiff ein Pokémon befunden haben, das nicht einmal Professor Klein kennt. Oh, ein seltenes Pokémon! Das ist sehr beunruhigend. Ich hoffe, dass mit dem Pokémon an Bord ist nichts passiert. So wie sie das anhörte, sollten das mehr Pokémon sein als nur eins. Guck mal, das Pokémon. Komisch, hier sind so ganz viele Pokémon. Woran kann das denn liegen? Ist das vielleicht ein Pokémon-Spiel? Na, wer bist du denn? Wer bist du denn? Oh, ob ich Sina gesehen habe? Wo du mich jetzt fragst, ich glaube, sie seit heute Mittag nicht mehr gesehen. Mäuschen war klein, Hini. Sie hat dir extra ein paar Sandwiches gemacht. Guck mal, Plusle. Plusle. Wow, du bist echt toll. Dip. Das ist das Zimmer von Duncan. Vor kurzem musste ich allerdings wohl seine kleine Schwester hier aufgehalten haben. Woran sieht der das?
Es ist kein Chaos hier. Nee, da liegt was auf dem Tisch. Echt, woran sieht er das? Das Zimmer ist aufgeräumt. Woran sieht er das? Da. Hallo, Kiste. Kann mal tragen, werden wir unbedingt brauchen. Hör, sein kleines Evoli. Yeah, eine Pida gefunden. Das ist nerviger Utensil, wo alle meine E-Mails ankommen und irgendwie alle meine Nummer haben wollen, obwohl ich das gar nicht will. Oh, ich habe eine E-Mail gekriegt. Wenn du diese E-Mail liest, hast du deinen PDA aktiviert. Probier, wo ich alle seine Funktionen aus. Übrigens haben Karl und Sina nicht verstecken gespielt. Sprich doch mal mit Karl. Diese Nachricht will ich innerhalb von 3 Sekunden selbst zerstören. 1, 2, 3. Oh, sei leise, was hier. Das waren 5 Sekunden. Okay. Die haben verstecken gespielt. Ich habe den da oben nur auch angelabert. Das muss wohl der Karl gewesen sein. Oh, komm. Quatschen wir die auch noch an, wenn wir schon mal alle angequatscht haben. Mein Pokémon und ich sind immer zusammen, selbst wenn wir schlafen. Wenn du dich mit Pokémon anfangen willst, musst du dich viel mit ihm beschäftigen. Okay. Habe ich verstanden, 100%ig. So, ich soll mich draußen umschalten. Sonnenlicht! Hast du meine Schwester gesehen? Junge, Junge, die Welt der Pokémon ist überwältigend. Ihr möchtet darüber erfahren, dass du faszinierend finde ich sie. Weißt du zum Beispiel, dass Pokémon Elementklassen und Fähigkeiten besitzen? Wenn du dieses Wissen im Kopf behältst und im Kampf anfindest, kannst du deinen Gegner immer übertrumpfen. Du hast einen Tanzer und es wird sie auch innerhalb von 3 Sekunden selbst zerstören. Ich geh mal lieber schnell weg. 1, 2, 3. Da steht noch ein Typ. Ich muss mal eben kurz an diesen riesigen Krater vorbei, den Tanzer hinterlassen hat, und dann quatsche ich den hier einfach mal an. Hallo! Hey Duncan, ist Sina nicht bei dir? Ich sah sie vor kurzem mit ihrem Mimi. Deshalb dachte ich, sie wäre bei dir. Was für eine Logik. Ich glaube nicht. So. Wo ist die Kleine denn? Ich sehe denn. Ich soll mich hier draußen umsehen, aber hier ist sie doch nirgends. Ich habe nur dieses komische Item, was hier einfach mal so unscheinbar liegt. Boah, Gegengift. Was? Gegengift? Wozu brauche ich Gegengift? Werde ich einfach Pokémon-Kämpfe bestreiten und mein Evoli wird vergiftet? Oh mein Gott, ich will nicht, dass mein Evoli stirbt. Deswegen habe ich auch Gegengift gekriegt wahrscheinlich. Ich kann mal rausgehen. Ja, das ist die unwahrscheinliche große Karte, die wir haben. Genau, auf diesen Schildblick werden wir so aufhören. Quatsch. Die Karte wird sie natürlich nach und nach alles aufbauen. Das ist natürlich klar. Und hier ist halt das Pokémon-Hauptlabor. Das Top-Labor von Orre. Es ist auch das einzige Labor, was es in Orre gibt. Aber, nein, es ist das zweite. Kennt ja schon eins. Aber es ist das Hauptquartier, das Hauptlabor. Das andere ist kein Labor mehr, nein. Der intensiven Pokémon-Erforschung gewidmet. Super. Gehen wir doch gleich mal rein. So, also ich habe Sina nicht gefunden. Sina ist verschwunden. Gibt's nicht mehr. Ende finito. Spiel vorbei. Ah, mein Gott. Irgendjemand hat meine kleine Schwester entführt. Die sieht so aus, als ob sie gleich einschläft. Wenn so, ist das eine Sie? Die schläft sogar. Was? Ja, in diesem Pokémon-Labor erforschen wir eine Reihe von Themengebieten. Angefangen bei Pokémon-Ökosystem oder Pokémon-Kämpfen bis hin zu... ach, du bist es, danke. Ach, meine Güte, hast du mich erschreckt. Du hast geschlafen. Bist eingepennt. Was bist du für einer? Hast du was zu melden? Hallöchen, danke. Ich habe dich ja schnell nicht mehr gesehen. Du wohnst jetzt zwar im Haus, aber wow. Bei dir alles in Ordnung. Ich habe gerade eine Spezialanfertigung, mit der man Pokémon fangen kann. Sie ist fast fertig, meine Maschine. Ich muss mich beeilen, damit sie bald einsatzbereit ist. Ja, yeah, dann mach das mal, anstatt mit mir die ganze Zeit hier rumzuquatschen. Und hier ist, ich weiß, was das ist, aber ich sage nicht, was das ist, weil es meistens die Leute hier selber schon sagen. Oh, na danke, unser Projekt befindet sich in einer kritischen Phase, deshalb sind wir sehr beschäftigt. Aber ja, nutze den PC und den Visitor um immer wieder mit. Ja, wenn man nicht möchte, das ist halt hier Pokémon heilen. Nö, oh, das ist halt der Boxersystem hier. Bam, bam, bam. Der PC. Badachon, wir haben noch nicht. Was machst du hier, Lustiges? Sprich mit mir. Wir entwickeln gerade ein System zur Erlösung von Krypto-Pokémon.
Die sogenannte Krypterlösung öffnet die versiegelten Herzen eines Krypto-Pokémons, sodass es in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren wird. Weißt du, vor etwa 5 Jahren verschloss eine Verbrecherbande künstlich die Herzen von Pokémon und sie wurden zu unerbittlichen Kampfmaschinen. Mithilfe unseres Systems, wir nennen es den Krypto-Orbis, durchlaufen diese Pokémon die Krypto-Erlösung und werden gerettet. In diesen friedlichen Zeiten brauchen wir es eigentlich nicht, aber man kann ja nie wissen. Oh, was für ein Zufall. Wir werden ein sehr tolles Abenteuer erleben. Und was für ein Zufall, dass es dir so ein Krypto-Orbis gleich schon mal gibt. Und das ist total toll und so. Wow. Wow. Auf der Schalter ist in Ordnung. Und jetzt muss das justiert werden. Mann, das ist so viel Arbeit. Ich spreche bestimmt gleich zusammen. Guck mal. Vielleicht sollte ich eine Pause machen. Ja, das stimmt, Duncan. Wenn du mal eine Pause machen möchtest, dann vergiss dich zu sichern. 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 Okay. Ich will aber keine Pause machen. Ich will jetzt Pokémon spielen. Ich hab Sina nicht gefunden. Ich hab Sina nicht gefunden. Mami, ich hab Sina nicht gefunden. Sina ist in letzter Zeit ein richtiger Wildfang. Sie hat so viel Energie. Und sie eifert dir in allem nach, Duncan. Dabei ist sie fast noch ein Baby. Ich glaube nicht, dass sie allzu weit gelaufen ist. Aber bitte geh sie suchen. Ich finde sie aber nicht. Ich frag Karl nochmal. Mit der sollte sie ja spielen, mit dem. Ich hab heute echt Probleme mit den Geschlechtern. Das muss so am Rande. Hallo, Karl. Ah, du hast mich erschreckt. Ach so, du bist Duncan. Ich bin's, Karl. Du suchst Sina? Wir spielen eigentlich gerade Verstecken. Ist sie denn hier nicht irgendwo? Na, vielleicht ist sie zu Dr. Abacus anwesend. Das ist da. Das ist ein gruseliges altes Haus südöstlich von hier. Wir spielen Verstecken und Sina muss mich finden, hoffentlich bald. Mir tut schon alles weh. Komm doch einfach da hervor und setz dich hier aufs Bett. Da kann man doch sich viel besser verstecken unter der Bettdecke. Naja, so wie es aussieht, müssen wir jetzt gleich voll trendy zu diesen Anwesen tuckeln. Weil wahrscheinlich unsere Schwester darum tobt. So, was ist ein Wildfang ist. Tja, aber dahin gehen wir dann im nächsten Part. Ich freue mich schon. Bis dann!